Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal und heute gibt es heute ein sehr spezielles Video zum Thema Heizen, denn gerade im Winter ist natürlich hier eine angenehme Raumtemperatur sehr von Vorteil und auch deutlich angenehmer. Und daher wollen wir uns heute mal eine sehr interessante Möglichkeit uns anschauen zum energiesparenden Heizen, und zwar mit Infrarotheizungen. Die sind sehr effizient, die sind sehr günstig und können hier wirklich sehr schnell und einfach auch hier alle Gegenstände auf Temperatur bringen. Dazu werden wir uns heute mal die Top 5 der besten und beliebtesten unserer Meinung nach uns anschauen, mal alle Vor- und Nachteile vergleichen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir auch sofort los. Wir fangen direkt an und starten durch und fangen am besten hier mit Platz 5 an. Und auf diesem Platz landet bei uns die Opranic 1000 Watt Infrarotheizung. Wir gehen mal kurz zuallererst die Vor- und Nachteile durch. Und da kann man schon sehen, wir haben hier zum einen mal eine Hybrid-Infrarotheizung mit einem kompakten Design, einer starken Leistung, einer guten Verarbeitung, einer einfachen Bedienung und mit Konvektionsrippen. Die Nachteile ist, sie ist leider etwas teurer und das Gehäuse auch etwas dicker. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter. Und zwar schauen wir uns jetzt mal kurz hier die Produktdetails hier an, denn die können sich ebenfalls sehen lassen. Wir haben hier 1000 Watt Leistung. Man kann sie hier an die Wand montieren, aber auch hier als Standgerät verwenden. Sie punktet mit einer Infrarotwärme und einer Konvektionswärme und bietet auch hier nochmal einen Überhitzungsschutz. Also sehr gutes Kombigerät, was hier wirklich sehr effizient auch den Strom in Wärme umwandelt und dadurch den Raum sehr schnell aufwärmt. Wir werden uns mal die kurz hier direkt auf der Produktseite uns anschauen. Dazu gibt es unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Schaut mal rein, klickt mal jetzt auf den Link drauf und dann kommt ihr ebenfalls hier direkt auf diese Seite. Und da können wir auch schon sehen, es gibt natürlich hier von dieser Infrarotheizung verschiedene Modelle. Wir haben jetzt hier das 1000 Watt Modell. Es gibt auch hier noch das 600 Watt Modell. Da müsst ihr euch das mal aussuchen. Der Preis 319 Euro. Und da können wir schon sehen, wir haben Amazon Tipp. Also sehr beliebtes und gut bewertetes Produkt. Und wir gehen mal kurz weiter runter zu den weiteren Details. Da stehen nochmal alle technischen Daten dazu drin. Wird nochmal alles genau aufgelistet. Auch die Abmaße und das Gewicht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz weiter runter. Hier nochmal ein paar schöne Abbildungen, wie das im Grunde aussieht. Man kann es ganz einfach an die Wand hinlegen. Hängen, fällt auch gar nicht auf. Es gibt hier wirklich sehr viele Vorteile und auch sonst gibt es hier wirklich ja tolle Features, die praktisch hier diese Heizung bietet. Jetzt wollen wir zum Schluss mal kurz die Bewertungen dazu anschauen. Die fallen allesamt wirklich sehr positiv aus. Also wir haben eine tolle Hybrid-Heizung, tolle Standfüße mit dabei und auch sonst gibt es hier einen tollen Service und weitere Funktionen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu Platz 4. Und dort landet bei uns die Evercore 850 Watt Infrarotheizung. Gehen wir kurz hier die Vorteile durch. Und da können wir auch schon sehen, wir haben hier zum einen mal wirklich einen ja, sehr guten Preis, modernes Design, kompakte Abmaße, eine gute Verarbeitung, eine sehr einfache Bedienung. Es gibt eine Temperaturregelung mit dabei und sie ist hier wirklich sehr energiesparend. Die Nachteile, leider eine etwas mittelmäßige Leistung und ein etwas kurzes Anschlusskabel. Auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz weiter zu den Produktdetails und gehen die hier nochmal durch. Da können wir schon sehen, wir haben hier also hier 850 Watt an Leistung, einen Stecker, Thermostat, einen einstellbaren Timer, IP52 von der Schutzklasse her, CE und GS zertifiziert. Wir haben einen Überhitzungsschutz und auch hier weitere zahlreiche Funktionen. Das ist wirklich eine sehr praktische Infrarotheizung mit dem tollen Display hier an diesem Stecker dran. Und wir gehen mal kurz weiter zu der Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf und dann kommt ihr ebenfalls hier direkt auf diese Seite. Da kann man auch schon sehen, es gibt auch hier selbstverständlich verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Unser Modell ist hier also in 850 Watt. Das kostet roundabout 149 Euro, ist hier ein recht guter Preis. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz weiter runter zu den weiteren Details dazu. Hier nochmal die sämtlichen ja, technischen Daten dazu, wie die Abmaße, das Gewicht und Co. Wir gehen mal kurz weiter runter, sehen uns mal kurz ein paar Bilder an. So sieht es also aus, wenn man hier einen Steckerthermostat mit einem tollen großen LCD-Display dran. Da könnt ihr praktisch hier sehr vieles einstellen und natürlich auch hier dann verwalten. Und auch sonst gibt es hier einen praktischen Timer noch dazu und weitere Funktionen. Die Bewertungen sehen ebenfalls gut aus. Wir haben also hier wirklich eine tolle Infrarotheizung, tolles Heizgerät und auch sonst besser geht nicht und wird hier mit weiteren vielen 5-Sterne-Bewertungen ausgezeichnet. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar zu Platz 3. Und dort landet bei uns die Kesser 425 Watt Infrarotheizung mit Standfüßen unten dran. Wir gehen mal kurz hier die wichtigsten Vorteile für euch durch. Wir haben also hier einen sehr günstigen Preis, kompakte Abmaße, modernes Design, eine einfache Bedienung und mit Standfüßen ist der Energiesparer und es gibt hier eine sehr gute Wärmeverteilung. Der einzige Nachteil, etwas wenig Leistung, aber ich denke mal für die Größe ist dennoch hier von Vorteil und auch völlig
ausreichend. Zur Not müsst ihr euch eben zwei von diesen Geräten kaufen. Wir gehen mal kurz weiter hier zu den Produktdetails, also 425 Watt Leistung, ein eingebautes Thermostat, Montagezubehör IP24 von der Schutzklasse her, sie ist sogar lackierbar, also wenn man das praktisch an die Wand hinhängt und man hier praktisch streichen möchte, kann man hier praktisch auch hier diesen anderen Farbe lackieren. Sie hat einen Überhitzungsschutz und auch zahlreiche weitere Funktionen. Wir gehen mal kurz hier weiter zu der Produktseite und da kann man schon sehen, so sieht es im Grunde aus. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein, klickt mal direkt auf den Link drauf. Und es gibt natürlich auch hier verschiedene Sets, die wir hier gleich mal kurz uns anschauen können. Da könnt ihr zum Beispiel hier ein 4er-Set kaufen oder ein 3er-Set und ein 1er kostet hier praktisch nur 84 Euro. Also sehr günstig und deswegen kann man sich auch hier mal 2 oder 3 Stück davon bestellen. Hier nochmal die weiteren technischen Daten dazu. Dann gehen wir kurz weiter zu den Produktabbildungen. So sieht das Ganze aus. Ein 2-in-1 Gerät, also für die Wand und auch für den Boden sehr gut geeignet. Mit einer sehr tollen Energieeffizienz und weiteren Vorteilen. So, gehen wir kurz weiter runter. Hier nochmal ein paar Infos und jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz auf die Bewertungen nochmal ein. Da kann man sehen, es sind wirklich hier sehr viele sehr zufrieden damit. Ist eine tolle kleine Heizung mit viel Power und auch sonst sehr schnelle Lieferung. Also, soweit so gut. Wirklich ein tolles Gerät von einem namhaften Markenhersteller. Und jetzt würde ich sagen, schaut euch die mal an, klickt mal unten direkt auf den Link drauf, geht mal die Bewertungen durch und dann könnt ihr auch hier mal da zuschlagen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar zu Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns das Königshaus 1000 Watt Infrarotheizgerät. Wir gehen mal kurz hier auf die Vor- und Nachteile zuallererst ein. Wir haben zum einen mal hier einen guten Preis, eine starke Leistung, sehr energiesparend, eine schlanke Form, einfache Bedienung, sehr leicht, mit einem Staubfilter sogar mit dabei und einer Digitalanzeige. Der einzige Nachteil hierbei, eine etwas mittelmäßige Anleitung. Ja, soweit so gut. Ich denke mal, damit kann man leben. Die Anleitung gibt es hier auch im Internet zum Herunterladen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz weiter auf die Produktdetails. Wir haben also hier 1000 Watt an Leistung, 5 Jahre Garantie, sie wiegt gerade mal 3 Kilogramm, hat eine IP44 Schutzklasse. Es gibt einen Steckdosenthermostat und einen Überhitzungsschutz. Also hier wirklich alles sehr gut und gerne mit dabei. Gibt hier sehr viele Vorteile und auch ein sehr schönes großes Display. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier direkt auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran Interesse haben solltet, schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Hier für dieses Modell gibt es im Übrigen auch sehr viele weitere Ausstattungen. 189 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis, was hier vollkommen in Ordnung geht für 1000 Watt Leistung. Wir haben hier nochmal die weiteren technischen Daten im Überblick, wie zum Beispiel auch die Abmessungen und natürlich auch hier weitere Funktionalitäten. Wir gehen mal kurz weiter runter hier auf die Beschreibung ein. So sieht es im Grunde aus. Man kann es hier ganz einfach an die Wand montieren. Sie ist sehr sparsam, sehr dünn, natürlich auch hier sehr leise und hat hier wirklich eine sehr hohe Heizleistung. Ja, soweit so gut. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz hier die Bewertungen durch. Und da können wir schon sehen, wir haben zum einen mal eine sehr gute Zusatzheizung. Sie ist sehr praktisch, sehr geschickt, eine sehr gute Alternative und bietet auch hier wirklich sehr viele Vorteile an. Sie funktioniert super und ist hier auch ein toller Service. Soweit so gut, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir auch gleich weiter. Und zwar zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns die Heidenfeld 1000 Watt Infrarotheizung. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Und dann kann man schon sehen, wir haben hier zum einen mal einen sehr guten Preis, eine starke Leistung, eine lange Garantie, ein geringes Gewicht, sie ist einfach zu bedienen, hat eine gute Wärmeverteilung und ist ein deutsches Qualitätsmarke. Sie hat noch eine einstellbare Leistung und natürlich auch hier ein kleiner Nachteil, das Gehäuse wird leider etwas warm, aber ich denke mal, darüber kann man hinwegsehen, man fasst ja auch nicht direkt dran. Gehen wir kurz zu den weiteren Details, wir haben also hier 1000 Watt an Leistung, eine 10-Jahres-Garantie, sie wiegt sogar 9 Kilogramm, hat eine IP44 Schutzklasse, ein Steckenthermostat und natürlich auch hier ein Überhitzungsschutz. Also wirklich hier sehr praktische und gute Produktdetails, die sich hier sehen lassen können. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter. Gehe ich nochmal kurz das gesamte Produkt auf der Produktseite durch. Unten in der Videobeschreibung, da gibt es selbstverständlich den Link dazu. Also schaut mal rein, klickt mal hier direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite. Ja, hier gibt es auch selbstverständlich verschiedene Modelle zur Auswahl mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Ich denke mal, da sollte für jeden was dabei sein. 169
69 Euro wäre jetzt hier der Preis. Beste Nummer 1 hier für das 1000 Watt Modell. Und jetzt gehen wir noch kurz die weiteren Details hier durch. Hier nochmal die Abmessung und Co. Wir haben hier TÜV und alles mit der Zertifizierung. Und dann so sieht sie praktisch hier auch aus, wenn sie hier an der Wand dann montiert ist. Also eine sehr gute Flächenheizung, die auch hier wirklich weitere Funktionen dann hat, wie zum Beispiel hier eine sehr lange Lebensdauer. Ja, soweit so gut. Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz mal die Bewertungen dazu durch, denn die sehen wirklich auch sehr positiv aus. Hier nochmal kurz ein kleines Bild von diesem Thermostat mit einem tollen LED-Display drauf. Und jetzt würde ich aber sagen, gehen wir kurz auf die Bewertungen ein. Also praktisch und bequem, sehr gute Heizleistung und natürlich mit einer Fernbedienung. Wir haben hier nochmal ein sehr tolles Produkt, was auch hier wirklich sehr gut warm macht. Also ich würde sagen, da haben wir unseren Vergleich hier gefunden. Das wäre jetzt hier die Heidenfeld 1000 Watt Infrarotheizung. Wir gehen mal kurz hier die wichtigsten Vorteile im Detail durch. Wir haben hier einen sehr guten Preis, eine starke Leistung, eine lange Garantie von 10 Jahren, ein geringes Gewicht und eine sehr einfache Bedienung. Ja, das soll es nur gewesen sein. Ich bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen. Alle weiteren Links und Informationen dazu, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal drauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch bald wieder. Also bis dann.